Herzlich willkommen zu Spider-Man Miles Morales mit dem einzigartigen Miles Morales, unserer Elektrospinne. Elektrospinner? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein kleiner Tollpatsch. So, wir wollen ja weiter die Story verfolgen, aber hier hinten sind natürlich wieder kriminelle Machenschaften und dem müssen wir nachgehen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir können sowas nicht tolerieren in unserer Stadt. Peter verlässt sich auf uns. Wieder so ein Nu vom Panzer. Roxxon-Panzer. Wieso haben die einen Panzer? Warum ist das staatlich erlaubt? Ich verstehe das nicht. Guck mal hier mit einem Geschützturm. Oh, wenn du so einen Haufen Stahl erstmal ins Gesicht kriegst. Okay, offiziell kämpft ja Roxxon gegen das Böse. Und zwar gegen den Underground. Vielleicht wird es deswegen geduldet. Aber dass die mit so einem Panzerwagen hier rumballern, das kann ich nicht verstehen. Ich muss ehrlich sagen, ihr seid mir die liebsten Gegner. Ihr und die normalen Kriminellen. Jetzt schon. So. Macht ihr davon mal eine neue. Müll zu Müll. Du willst doch nicht? Na, du wirst doch nicht. Müll zu Müll. Asche zu Asche und Müll zu Müll. Okay. So, und jetzt komm mal her hier. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Eine Straßenschießerei gestoppt, die Stadt beschützt. Ja, mit dem Venom-Angriffen, da bin ich zurzeit vorsichtig. Ich habe immer Angst, dass das auf mich zurückfällt. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Haben wir denn noch was in der Nähe, wenn wir dahin wollen? Wir hätten... Ne, ist alles weiter weg hier, ne? Obwohl doch, mein Laster ist lahmgelegt. Ein Fieslaster hat wohl Probleme. Mal sehen, ob ich helfen kann. Wahrscheinlich die Batterie leer, ne? Geben wir mal einen kleinen Elektroimpuls und dann fährt das Ding wieder. So. Markise. Überall diese Markisen im Weg. Hui. Der Laster sitzt hier fest, wenn ich ihn nicht aus dieser Schneewehe ziehe. Okay, mehr müssen wir nicht machen. Mann, danke. Ich fahre Weihnachtsessen aus, aber der Laster ist eingeschneit. Die Familien zählen auf mich. Hilfst du mir? Ich versuch's. $100. Mal sehen, ob ich sie da rauskriege. Okay, was können wir denn mit dem Laster machen? Wie der andere Spidey sagen würde, null pro Schneemo. Du bist großartig. Spitze. Die Physik ist der wahre Held. Ne, eigentlich ist die Physik hier nicht wirklich existent, denn normalerweise würde mir die Motorhaube einfach entgegenfliegen, aber okay, wir nehmen das so hin. Okay, ich bin hier das noch nicht fertig. Ich werde sie mal fremd starten. Und keine Sorge wegen der Elektrizität. Die Gummireifen schützen sie. Versprochen. Und er hat's nicht gemacht. Bester Mann. Motor starten. Wohl Lebensretter. Er muss dann los. Ja, ich sag doch. Bisschen Startschwierigkeiten. Batterie ist leer. Dezember ist wirklich der stressigste Monat für Fies. Mann. Er will noch was. Ach, Mann. Reichst du in den kleinen Faden, nimmt er gleich die große Hand. Ne? Oh, jetzt hat er sein Klemmbrett vergessen. Okay, er braucht diese Liste. Los geht's. Wo ist er denn? Oh, der ist aber schnell unterwegs. Der gibt aber Gas. Ja. Ist eilig, ne? Der hat Zeit aufzuholen, glaube ich. So.
Alter Schwede, der ist ja fast so schnell wie wir. Der überfährt doch jede rote Ampel, oder nicht? So, da vorne. Ich glaube nicht, dass der sich an die Verkehrsregeln hält. Hey, Sie haben Ihre Liste vergessen. Die werden Sie wohl brauchen. Fahren Sie vorsichtig. Oh, wow, danke. Heute übertriffst du echt alles. Peace! Peace! Ich hoffe, der Rest des Tages wird. So. Hier haben wir noch irgendwo eine Kiste. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute scheinen mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen. Ist das nur die Frage, wieder auf dem Dach oder die ist ja 50 Meter weg, ne? Wir gehen mal hier in die Seitengasse gucken. So. 20 Meter. Dann ist sie doch auf dem Dach. Haben wir irgendwelche dezenten Zeichen, die uns Hinweise liefern können, wo die Kiste sich versteckt? Bei dem Wetter will ich aber nicht draußen am PC sitzen. Teile kann man immer gebrauchen. So. Und dann haben wir noch, wir können nochmal dieses Akustische machen, einfach nur, weil es gerade hier vorne ist. Und dann gehen wir natürlich weiter zur Story. Vielleicht auch ohne uns aufhalten zu lassen. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. So, wir brauchen das Hologramm. Das wollte ich gerade sagen. Das muss ja irgendwo weiter unten sein. Ne? Können wir hier einmal interagieren? Das ist, ja. Aktivität verfügbar. Ich will aber nicht. Ich will auch die Fertigkeitspunkte jetzt nicht. Ich will das jetzt hier aktivieren. Warum kann ich das hier nicht aktivieren? Okay, wir werden nie erfahren, warum die sich gestritten haben. Wir werden nie erfahren, was da los gewesen ist. Hallo? Ich komme noch mal wieder. So, wir gehen einmal eine Runde um den Block. So. Wir schwingen hier einmal eine Runde um den Block. Und gucken, ob wir es denn aktivieren können. Nee, eigentlich nicht so. Wieso? Okay, das war lang genug. Spidey. Miles. Gut. Es ist und bleibt ein Rätsel. Denn eben nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht ein andern Mal, dass sich das aktivieren lässt. Aber irgendwann werden wir es noch herausfinden. Die App meldet noch ein Verbrechen. Waffenhandel. Waffenhandel? Das ist ja nur kurz Kriminelle verprügeln. Es sind wohl keine Paintball-Waffen. Soft Air. Nerf Gun. Es hat mir was ausgemacht, war. Wenn ich's nicht tue, bei wem willst du dich dann beschweren? Bei mir! Du zahlst, was ausgemacht war. Spider-Man hassen illegale Waffengeschäfte. Oh, er spricht in der Mehrzahl. Er gehört mir. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier, dass ich nur noch Gegner kriege, denen ich nicht mal eins auf die Schnauze hauen kann. So. Und die Lektion lautet... Tut's einfach nicht wieder, okay? Die Lektion lautet, leg dich nicht mit dem da an.
Das ist ein echt harter Brocken. Sonst hält mir die Polizei wieder einen Vortrag zu der ganzen Selbstjustiz. Wow, was denn für eine Selbstjustiz? Wir sind da einfach reingeraten. Wir wollten das gar nicht. Das war reine Notwehr. Die haben zuerst angefangen. Wir sind rein zufällig auf dem Dach spazieren gewesen und dann kamen da Bösewichte und wollten Waffendeal machen. Okay, ich kann sogar in der Luft stehen. Unschuldige zu verprügeln ist nicht cool. Mann! Hey! Halt! Mist, es ist Spider-Man. Das kann nicht. Natürlich ist da wieder so ein großer dabei. Nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, nicht gut. Das tat ganz schön weh. Jetzt bist du dran. Bist du verrückt? Du könntest mich erschießen. Das wird Spaß machen. Nimm das. Komm schon. Okay, wir verprügeln die anderen. Kann ich das mal haben? Nein, nicht der. Das gibt's doch nicht. Miles, mach mich nicht schwach. So. Das schockt, ne? Okay, drei Objekte kriegen wir nicht mehr hin. Oh, es hat noch gepasst. Langsam nimmt man mir den Helden ab. Ja, nicht wirklich. Also wir haben uns echt lächerlich gemacht, Miles. Oh, ein Eichhörnchen. Wie cool ist das denn? Hallo, du kleine Baumratte. Komm her. Mir leid, was Sie da erleben mussten. Ja, kleines Eichhörnchen, es tut mir leid, was du da sehen musstest. Du bist bestimmt verstört, ne? Du hast jetzt richtig Angst. Spidey ist für dich da. Ja. Miles. Der Held. Lässt sich von großen, dicken Männern verprügeln. Aber da haben wir auch echt keine Schnitte drin, ne? Also, da machst du nix. Komme ich hier nicht rüber? Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Deswegen habe ich ja die Maske hochgehoben. Willst du mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es hier. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich habe was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Die Aussicht ist schön. Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. 7 Chöre aus 7 Ländern. Weißt du noch? Schlimm ist ja eigentlich, dass wir jetzt, just in diesem Moment, von unserem Onkel Ghana wieder verraten werden. Dabei. Du meinst Guinea. Als Spider-Man kannst du halt niemandem also trauen. Ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba.
Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Was? Who the fuck are you? Ich find's ein bisschen mies von ihm, dass er uns verrät. Das ist Rhino. Zumal er weiß, dass wir auf die Kleine stehen. Oh nein. Unsere Venomkraft nützt nichts. Er hat nur einen Anzug. Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Ja. Bei Miss Mason wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben. Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Das war ein bisschen unter der Gürtellinie. Nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow, das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleine? Nach einer Menge Geld. Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Habe nicht das Gefühl, dass ich damit einverstanden bin. Quetscht das hier raus, wo meine Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht öffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Schon wieder diese Scheißkerle. Jetzt bin ich aber sauer. Okay, das hat uns ganz schön Kraft geraubt. Die wollten dich umbringen. Tja, Derek, irgendwie habe ich das Gefühl, deine Leute halten nicht viel von dir. Das nehme ich dem Typen übel. Suchen wir einen Ausgang. Aber zumindest sind wir jetzt im Hauptgebäude, ne? Der sicherste Ort. Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Leichter hätten wir doch gar nicht reinkommen können. Was Roxanne angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Ja klar, kann ich machen. Weißt du, ich kenne mich aus mit Computern. Ich bin richtig gut in Solitär. Was hast du gefunden? Schmuddelige Internetseiten im Browserverlauf. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Okay. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom kommt. Hallo? Ist offen. Ich gehe mal davon aus, ab hier gehen wir getrennte Wege. Direkt über dir. Direkt über ihr? Sehen wir doch gar nicht.
Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind... No. Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ, es wird doch wieder nichts. Spider-Man zum Singen. Mach Finn den Weg frei. Wenn die Robson-Plaza nicht gefällt, könnt ihr wegziehen. Dann schlaf mal gut. Da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Hat Rhino sie verfolgt? Nein, er ist nur ein willenloser Anklager. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Sicher das Gebiet ab. Ja, euer Agent ist rein zufällig mein Onkel, der mich hier verraten hat. Er wirkt entspannt, aber er ist jetzt noch nicht. Guck mal, da ist einer dieser neuen Exoskelette. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen die alle unauffällig nach und nach wegkriegen. Keiner gesehen. So, jetzt nehmen wir den hier einmal in der Ecke weg. Nur einmal gucken, sieht das jemand? Im Moment nicht. Okay, den haben wir. Hoffe, es bleibt ruhig. Hier, kannst du mit zu deinem Kumpel. Eso me gustó. Genau. Jetzt auf Spanisch. Okay, und als nächstes haben wir jetzt noch die vier hier, ne? Da kommen wir nicht ran an die beiden. Sobald alle Reaktoren aktiv sind, hören die Beschwerden auf. Ne, warte mal, wir haben doch noch hier, Hier bewegt sich was. Wir sind wohl aufgeflogen. Nein, sind wir nicht. Ich krieg die Ecke nicht. Holt ihn aus der Luft. Nein, holt mich bitte nicht aus der Luft. Ich mag das hier oben. Folgt den Befehlen. Ich fühle mich hier sicher. Jetzt kann ich natürlich hier keinen Takedown-Angriff mehr machen. Aber hier oben bin ich wirklich sicher, ne? Finde ich ja geil. Weg hier, weg! Okay. Ja, er hat wieder das Schild. Kannst du das auch festhalten? So. Okay. Ich habe hier noch einen Tisch für dich. Ja, wie man es nimmt. Wir lernen dazu. Auch mit deinen Schildbürgern. Boah. Einmal hier über den ganzen, über das ganze Arbeitspult geschlagen. Das sieht echt nicht bequem aus. Bin dran. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Oh, ich denke mal, in die Kiste kommen wir später nicht mehr ran. Roxxon stiehlt dein Zeug. Du auch, was man so hört. Besten Dank dafür übrigens. Ja, gerne doch, gerne doch. Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn behalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Vor allem bin ich Spider-Man. Spider-Man, nicht Spider-Kid. Ja, ich bin 17, aber trotzdem. Notizen zu Roxxons unabhängigen Vertragspartner. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schaltet aus. Black Cat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem lila Typen? Wo ist er hin? Wie hieß er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der lila Typ? Das ist doch nicht... Oh, nein. Ja, es ist unser Onkel, der Prowler. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen?
Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass sie damit davongekommen sind? Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Es liegt bestimmt nicht an dem ganzen Geld, was die haben und Korruption in dem Land. Alles rechtschaffene Bürger hier. Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist ein Spitzname von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nichts. Ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Okay. Sie gehen erst, wenn ich meine Uniform habe. Ich sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst, so väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Newform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Mein Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Newform gefährlich ist. Was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal, als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir Rhino bei seiner gemeinnützigen Arbeit noch aktiv miterleben dürfen. Onkel Aaron. Nein. Moment. Meinst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, das. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ja, aber nicht mit Absicht. Warum hör ich dir überhaupt noch zu? Finn, nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Wir lassen alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Ich frage mich, ob Onkel Aaron, wenn es drauf ankommt, er auf unserer oder auf der Seite von Rhino gegen uns kämpft. Also wird er mit uns gegen Rhino kämpfen oder mit Rhino gegen uns? Ich kann die Rolltore nicht kurzschließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Okay, wir haben den Kran, wir haben da hinten noch einen Generator. Müssen wir den, pass auf, wir müssen doch den mit dem, mit Hilfe des Krans darauf setzen hier, ne? Okay, also müssen wir den Kran rüberziehen. Können wir nicht. Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Ja, aber nur wenn ich weiß, um den Kran zu ziehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ah, wir müssen das verbinden. Vielleicht hilft der Kran uns weiter, irgendwie. So. Nutze den Kran. Ah, ich muss hier unten stehen. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Motording. Ich hab ne Idee.
Ja. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Dafür, dass wir so intelligent sind, Motor-Ding. Okay, der Laser sollte den Motor aktivieren. Mist! Laser-Kurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Ich gehe mal davon aus, dass wir von hier nicht direkt am Motor, sondern nach dort müssen wir einmal hier rüber. Hoppala. So. Aber da ist diese Plattform hier im Weg, ne? Nur ein Kurzschluss. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Ja, ich muss nur mal gucken. Haben wir hier noch so ein Relais? Ah. Klar. Könnt ihr noch einfach hier wieder rüberholen? So. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Und? Runter! Gut jetzt. Fast geschafft. Okay, dann sind wir schon mal im Kontrollraum. Da kommen wir raus. Das ist ein Panzer. Gib mir ein paar Minuten. Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Und wir sind weg und überall Explosionen. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich, auch wenn du unsichtbar bist. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht's raus. Das hat's jetzt nicht wirklich gerockt. Wenn du was bewegen willst. So, das heißt, die Lampen schalten wir zuerst aus. Ja, die Netze sichern die Tür. Damit die uns nicht sehen können. Wie viele haben wir denn von den Lampen? War das der... Nee, da hinten ist noch einer. Aber die leuchten so schön, ne? Sehen wir das zumindest. Da ist noch einer in der Ecke. Oh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du findest Roxxon was? Einer war hier noch mit Lampe. Wieso hast du das gemacht, Miles? Wir haben doch ganz woanders hingeguckt. Ganz woanders. Ah, hier unten ist der. Okay, dann können wir ja jetzt hier ganz in Ruhe die anderen ausschalten. Oh, du hast auch eine Lampe gehabt. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wir müssen halt immer nur darauf achten, dass hier nicht zufällig noch jemand ist, der uns sehen kann. So, den können wir schon mal hochnehmen. Sehen sie so friedlich aus. Ja, aber ich finde, die baumeln hier ganz schön faul herum, ne? Also Arbeitsmoral sieht für mich anders aus.
Wer hat mich gesehen? Der da. Sie wissen, dass du da bist. Sie rufen Verstärkung. Mach ich's jetzt auf die laute Art. Oh, das ist neu. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch erwischt haben. Ah, hier. Oh, ich habe keine mehr. Warte, hallo! Das ist halt auch so geil. So, wir können die ja trotzdem noch lautlos eliminieren. Wir dünnen die einfach aus. Komme ich an den noch ran? Ja. Ich wusste, ich schaffe das. So, der hier ist auch noch in Reichweite. Wunderbar. Aber wir holen die alle hier nach oben. Wir holen die alle weg. Wir dünnen die aus, so gut es geht. Nach Möglichkeit, dass wir nicht mehr viele hier unten haben. Hast du nicht gerechnet? Okay, das funktioniert so lange, wie die nicht wissen, wo wir sind. Das heißt, wir dürfen uns auf keinen Fall bitte irgendwie kommen, zu erkennen geben. RX-57. Keine Antwort. Position überprüfen. Ich finde dieses Hologramm so cool. Ob er ihn noch fertig macht? Ah, einen hätten wir sogar noch. Verstanden, bin dran. Ah, er ist schon weg. Schade. Das Hologramm schafft es leider nicht, die komplett auszuschalten. Wir aber schon. So, als nächstes. Gehen wir mal hier rüber. Oh, er hat uns gesehen. Oh. Ja. Wir können uns gerade nicht unsichtbar machen. Jetzt aber wieder. Oh, hier, wir müssen dich mal ablenken. Du bist der Einzige, der weiß, wo wir sind. Oder auch nicht. Aber wir sind ja bald wieder unsichtbar, ne? Oh. Könnt ihr mir mal eine Rakete zukommen lassen? Achso, ich hab die... Ich hab ja die falschen Netze. Ah, jetzt reicht's. Ah, er schon wieder. Oh, sie schon wieder. Nee, also auf eure Schilder habe ich keine Lust. Dann bin ich... Was ist das denn? Okay, das kannte ich noch gar nicht. Wo ist er? Okay, wir müssen mal gucken, dass wir die irgendwie nach oben kriegen. Nein! Das war knapp. Das hat auch dezent wehgetan. Gar nicht am besten. Okay, das hat jetzt nicht wirklich funktioniert. So, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen lautlos vor. Verstanden, schon unterwegs. Wen haben wir hier noch?
Den können wir noch mit hochholen. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Du hast recht, tue ich nicht. Und jetzt kommen wir runter. Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, Hallo. Wenn ich die Casa sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. So, da schleichen wir uns ran. Gut zu. Im Eilsprint. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Wir sehen uns. Der Roboter hat jetzt nicht wirklich was gebracht, ne? Gib mir mal jemand Deckung. Augen auf! Er könnte überall sein. Mich siehst du nicht. Wo ist der? Ich sehe ihn! Feuer! So. Nimm den Stuhl. Setz dich, mein Freund. Du siehst geschafft aus. So, ich will jetzt mal wissen, ich kann hier auch noch. Kommst du? Türen sind verriegelt. Und einen anderen Weg. Cool. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ist ja mega geil. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei maskierten Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Okay, und ab jetzt, spätestens jetzt, da ist der Ausgang. Kriegen wir bestimmt Probleme. Hey. Wiedergefunden. Prowler, Rhino. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Das mit dem Kopf über rumhängen macht er doch jetzt nur zum Angeben. Shit. Rhino. Ich hab's gewusst. Gefällt dir der neue Look? Nee, nicht direkt. Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende. Okay, Tinker und wir gegen Rhino und eine kleine Armee. Okay. Fahren wir spazieren? Wir müssen die Panzerung knacken. So, immer rein in die Olga. Ein würdiger Gegner. Ich schenke dir einen guten Tod. Können wir deine Kollegen hier mit wegrasen? Nee, ne? Schade, ich hab gedacht, wir können seine Kollegen da mit wegrammen. Muss der uns wirklich nur einmal treffen? Jetzt ist er sauer. Oh, ich dachte, ich kann den mit dem Netz fangen und zurückschmeißen. Ich kann ihn leider nicht schlagen, wenn er nicht gestunt ist. Oh, das hat mir aber richtig zugesetzt. Oh, jetzt immer nachgeben da! Ich denke gar nicht dran. Seine Rüstung wird schwächer. Das ist nur Oberfläche.
Okay, aber wir haben den Reaktor schon mal aktiviert. Ja, ich muss aber erstmal hinkommen. Oh. Siehst du die Kerle? Ihre Waffen. Nichts und niemand hält Roxxon auf. Ich werde Roxxon stoppen. Für immer. Okay. Autsch, Autsch, Autsch. Wir haben keine Venom Power. Oh, ich habe generell keine Power. Okay. Das war, im Close Combat einen Motor schmeißen ist nicht unbedingt... ist nicht unbedingt das ratsamste. Das nicht aktivieren. Ich habe keine Venom-Kraft. Ich muss mir mal ein bisschen Kraft holen. Ah. Wieso kann er das auch? Okay, nehmen wir erstmal den Motor hier hinten, wenn er uns lässt. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Deine Roxxon-Rüstung ist deaktiviert. Du bist dran. Okay. Also jetzt haben wir zumindest wieder einen ganz normalen Rhino. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Mir gefällt das Bier. Oh! Alter Schwede. Das war dezent mies. Du warst das, ne? Oh nein, ich bin genau in den Laser reingesprungen. So. Dieses Mal nicht. Nein, jetzt bin ich gestunt. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kriege meine Venom Power nicht. Jetzt aber, meine Güte. Voll geil. Alter, Tech-Team. So, den haben wir. Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Mein Gott, ey. Der Kampf des Todes. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, ein bisschen mies, der stunt uns ja ständig unsere Venom-Kraft. Wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt... Es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Zumindest eine Theorie, die ich für wahr empfinde, von dem, die ich aufgestellt habe. Die Reaktoren können das ganze Viertel sprengen. Nein, nein, nein!
Dass wir die durch Stahlbeton prügeln, finde ich ein bisschen übertrieben, wenn man bedenkt, dass wir Freunde sind. Familie ist tot. Genki, ich brauche Hilfe. Miles führt ein sehr einsames Leben. Kann sich auf irgendwie keinen verlassen, außer seine Mutter und Genki, ne? Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Der hat's nicht einfach, der Junge. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Cosplay? Ich muss dir was sagen. Toll, jetzt haben wir Hausarrest. Greif die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen, dann geht's weiter. Wenn man sich an die ersten Folgen zurückerinnert, die wir zusammen erlebt haben, habe ich prophezeit, dass das Nuform selber wie ein kleiner... Das ist eine Gefahrenquelle für uns, ne? Also das haben wir prophezeit, das, so ist es gewesen. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Und das ist tatsächlich so gekommen. Immerhin etwas, ne? Entschuldigung. Immerhin eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Deine Mom hat geschrieben. Sie evakuiert das Haus. Danach will sie im Block mit den Leuten weitermachen, die nahe bei der Plaza wohnen. Wirst du helfen? Na klar. Sobald ich Finns neues Nuform-Lager finde. So. Dann würde ich sagen, das war's aber heute von mir, mit euch, für euch, bei euch. Jeden, der eingeschaltet hat, möchte ich mich einmal herzlich bedanken. Bei jedem natürlich. Müdigkeit. Grammatikalisch ist Katastrophe heute. So,
Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.